Eigentlich wollte ich ja meine Friedenspfeife mitbringen, aber du rauchst ja nicht. Darf ich reinkommen oder sollen die Nachbarn meine Selbstgeißelung mit anhören? Es tut mir leid. Was genau? Dass du deine schlechte Laune an mir ausgelassen hast oder dass du mich bei deiner Schwester verraten wolltest? Können wir uns darauf einigen, wir hatten beide eine schwierige Zeit und Frieden schließen? Gut. Schwamm drüber. Dann geh schon mal ins Schlafzimmer und zieh dich aus. Komm gleich nach. Du denkst, ich bin nur deshalb hier? Stimmt. Sebastian Wegener und Hintergedanken. Absurd. Hast du mich nicht auch ein klitzekleines bisschen vermisst? Die eine Flasche kann hier bleiben, die andere geht. Und zwar da lang. Und wer massiert dir den Rücken, wenn du in der Badewanne liegst und diesen ausgezeichneten Bordeaux trinkst? Wahrscheinlich habe ich noch nicht mal einen Korkenzieher im Haus. Okay, Vorschlag. Du guckst nach, ob du einen findest. Und wenn nicht, dann lass nicht die beiden Flaschen wieder alleine. Naja, der Wein entschädigt für die lausige Gesellschaft. Da ist sie wieder, die kleine Kratzbürste. Hat mich von Anfang an fasziniert. Was ist denn jetzt? Soll ich uns im Bad einlassen, oder? Sag mal, wie war das für dich damals, unser erstes Treffen? Für mich warst du ein selbstverliebter Schnösel. Und als du erfahren hast, dass ich Sophies Freund bin. Du hattest Sophie gerade über den Haufen gefahren. Warum sprichst du ausgerechnet jetzt von Sophie? Weil die Vergangenheit hochkommt. Immer mal wieder. Mhm. Bei dir nicht? Ich bin dann nicht zufällig auf ein trojanisches Pferd reingefallen. Hast du vielleicht irgendwo hier dein Handy versteckt? Und wartest darauf, dass ich was Dummes sage? Du doch nicht. Hm. Wozu brauche ich eine zweite Aufnahme? Ich habe doch eine. Hier. Ausgeschaltet. Klar, stimmt. Ich könnte natürlich verkabelt sein, da empfehle ich unverzüglich eine Leibesvisitation. Man nimmt ja, was man kriegen kann.